broken through our defenses and our base is in lockdown. Eliminate them to secure our home base. Let's go, Spartans! Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer kleinen Trailer-Analyse auf unserem Kanal. Wir beschäftigen uns heute mal ein wenig näher mit dem neuen Halo 5 Trailer zum brandneuen Spielmodus Warzone. Warzone ist der von 343 ganz neu angekündigte super große neue Modus in Halo 5, der angeblich alle oder zumindest die meisten Aspekte des Halo Sandbox miteinander vereinen soll. In dem Modus treten, soweit bisher bekannt ist, 12 Spieler gegen 12 andere Spieler an und werden dabei noch von verschiedenen KI-Kameraden unterstützt bzw. müssen diese auch noch gleichzeitig bekämpfen. Die Maps sollen dabei das größte sein, was man in Halo jemals gesehen hat. Sie sollen ungefähr viermal so groß sein wie alle bisher bekannten Maps, also vorzugsweise Invasion bzw. Big Team Battle Maps aus den alten bekannten Halos. Der Spieler wird dabei wohl zum Beginn der Runde relativ actionmäßig von einem Pelican abgesetzt und dann in das Kriegsgebiet geschickt. Danach geht im Prinzip wahrscheinlich einfach die fette Action ab. Es werden KIs gedroppt, man muss sich gegenseitig mit krassen Fahrzeugen bekämpfen und ich stelle mir das Ganze zumindest bisher ein wenig wie Invasion vor, denn wenn man sich mal den Trailer auch ein wenig genauer anschaut, dann stellt man vor allem fest, dass quasi auch neue Drops kommen, also nicht unbedingt im Sinne von Halo 4, also wie wir es da gekannt haben, dass man quasi bestimmte Punkte einfach erreicht und eine bestimmte Punktzahl und dann neue Drops bekommt, sondern eher, dass man wahrscheinlich als Team eine bestimmte Punktzahl erreicht bzw. bestimmte Bosse killt oder so, also es gibt KIs, die halt als Boss zählen und dann wahrscheinlich mehr Punkte geben oder so, von den insgesamt 1000, die man erreichen muss, um zu gewinnen. Und ja, dann kriegt man wahrscheinlich neue Fahrzeuge oder Panzer oder was auch immer. Wobei im Trailer ja davon auch einige neue bzw. alte Bekannte zu sehen. Zum Beispiel habe ich gesehen, die Saw kehrt auf jeden Fall zurück. Den Karabiner habe ich auch gesehen, wenn das noch nicht klar war, dass der eh zurückkommt. Und dann habe ich so etwas entdeckt wie ja, eine Art Forerunner oder Promethean-Geschütz, was einer der Soldiers, wie er die neue Art von Gegner der Prometheans heißt, in der Hand hält. Und zumindest vermute ich, dass es eins ist, denn es sieht ganz stark danach aus. Dann bei den Fahrzeugen haben wir den Ghost gesehen, den Warthog, Banshees, den Mantis, den wir aus Halo 4 auch kennen. Und natürlich noch das neue Promethean-Flugzeug, was auch vorkommt, wobei noch nicht ganz klar ist, ob man das denn auch selber fliegen kann. Dazu weiß man natürlich noch nichts genaueres. Ich persönlich vermute allerdings, dass sich das Spiel dann in mehrere Phasen quasi unterteilt und man jede Phase quasi ein anderes Objective erfüllen muss. Denn wie wir am Anfang des Trailers sehen, steht da erstmal Eliminate Enemies oder Enemy Targets 16 Remaining. Das heißt, man wird wahrscheinlich erstmal die Gegner 16 Mal töten müssen. Beziehungsweise alle 16 Gegner, wobei es ja eigentlich 12 gegen 12 ist, was jetzt gerade für mich nicht ganz Sinn ergibt. Dann muss man vielleicht hier und da mal was capturen, dann eine Bombe blenden, dann ein Territorium einnehmen und so weiter und so fort. Ich denke mal, das wird auch der Weg sein, wie denn 343 meint, viele Aspekte des Halo Sandbox vereinen zu können. Dann gibt es vielleicht mal eine Runde Slayer und dann nochmal ein wenig Firefight quasi zwischendurch. Also die Vereinigung von verschiedenen Aspekten in einem großen Spielmodus auf einer riesigen Map, die sich irgendwie in einem Meer zu befinden scheinen. Allgemein muss ich also sagen, dass sich meine eigene Vermutung dann doch bestätigt hat, nachdem 343 letztens groß angekündigt hat, es käme ein neuer Spielmodus, dass es so zu sein scheint, als wäre es Invasion in noch größer und krasser und mit anderen Sachen noch kombiniert. Aber es geht wohl auf jeden Fall in diese Richtung. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen noch einiges an Gameplay dazu sehen und dann können wir uns, denke ich mal, auch noch ein bisschen was Genaueres dazu vorstellen. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck von dem Spielmodus bekommen und ein paar Sachen mitbekommen, die mir bei dem Trailer noch aufgefallen sind. Ansonsten schaut bei unserem Channel vorbei, bewertet das Video und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.
Xbox One, now $349.